So, und damit willkommen zurück zu Player Unknowns Battlegrounds. Und es gab jetzt einen riesengroßen Patch. Ich glaube, der war fast 3,4 GB groß oder so, wenn ich das richtig gesehen habe. Also schon ein ziemlich fetter Patch, aber ich weiß nicht, was alles neu ist. Aber wir werden es herausfinden. Ich werde es dabei in der Nähe von Rotzhock werde ich mal abspringen. Ziemlich mittig von der Map, glaube ich, ganz gut. Und raus. Da bei diesen Häusern, diesen Plattenbau da oder was das sein soll, werde ich runtergehen. Ich hätte schon ein bisschen offline weitergezockt. Eher weniger erfolgreich. Ab und zu habe ich mal einen gekillt, aber nie mehr als zwei. Es ist schon nicht sehr leicht, das Spiel. Oh, da ist noch einer. Der geht dahin. Aber sonst, die sind auch noch ziemlich nah. Aber alles noch im grünen Bereich. Mal, da war da eben noch einer, oder? Ich glaube, hier ist noch einer bei mir. Tut zu. Oh, jetzt hat er wieder aufgemacht. Alter. So, jetzt schnell eine Waffe suchen. Hier ist eine Uzi mit Schalldämpfer. Oh, er wird schon fleißig geballert. Was ist das? Eine Granate. Switch mal auf First Person, da kann ich. Sehe ich die Sachen irgendwie besser. Oh, da ist eine Granate. Schuhe, Brecheisen brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Aber. Ist ja umsonst, ne? Da kann man es mal mitnehmen. Hier ist nix. Oh Gott. Ey, jetzt bin ich wieder hier drin. Hier, da geht's nach draußen. Nicht genug Platz. Achso, der Benzinkanister war es gerade. Gehen wir mal hoch. Oh. Da habe ich jetzt mal gar nicht mit gerechnet, dass da einer ist. Ja, soll ich jetzt hoch und auf Konfrontation oder ach komm, YOLO. Ich glaube, der ist da drüben drin, ne? In dem anderen Raum.
Ja. Fuck! Wir haben sechsmal getroffen, ne? Es ist so lächerlich. Na gut, noch eine Runde. Bis gleich. So, dann sind wir wieder zurück. Nach der kurzen Runde, ich habe mir das nochmal angeguckt. Ey, ich muss doch bestimmt fünfmal klicken, damit er diese Waffe aufhebt, die er lag in dem Raum. Und aufgehoben hat er sie trotzdem nicht. Also. Ich habe bestimmt fünfmal F gedrückt. Nee. Wollte die Waffe nicht aufheben. Na, egal. Gucken wir, von wo wir kommen. Ja, ich würde wieder bei Rotzhock abspringen. Können auch mal in die Innenansicht wechseln. Fast nur Frauen hier drinne. Weil ich jetzt meinen. Nee. Jetzt springe ich ab. Ich werde mir da zu der Häusergruppe da gehen. Das ist ganz in der Nähe von dem, wo wir eben waren. So, und erstmal gucken, ob hier noch einer abgesprungen ist. Ach, ich habe den, wie ist der denn überhaupt in das Haus reinkommen müssen mal? Verstehe ich nicht. Hat wahrscheinlich noch einen Hintereingang gehabt. Der ist wahrscheinlich hinten rein. Aber er war wahrscheinlich genauso überrascht, dass er in dem Haus war wie ich. So, rein da. Oh Gott, das dauert mit dem Laden. Oh, Polizei, was zur Stufe 2, Alter. Was ist das? Wangenpolster? Was ist denn ein Wangenpolster? Ja, hier liegen eigentlich öfters so Shotguns und sowas rum, aber ich habe heute echt irgendwie kein Glück mit den Waffen. Wie nicht genug Platz, Alter. Kein brauche ich eh nicht hier. Wie kann ich das wegwerfen? Geh. So, hier war ich noch nicht drin, glaube ich, ne? Und Rucksack. Torwarthelm, Arbeitsstiefel. Hohe Turnschuhe. Ne, ich behalte die Arbeitsstiefel. Mann. Ich versuche die Tür möglichst immer beim Durchlaufen direkt hinter mir zu schließen. Klappt nicht immer so wie gewollt. Rucksack haben wir schon.
Sagt die Zone. Alter, perfekt. Da war ich schon drin, ne? Da ist der Balkon. Können wir hier auch wieder raus. Also vom Nervenkitzel her hat das Spiel echt viel von DayZ. Wobei ich es bei DayZ immer noch ein bisschen krasser finde, wenn auf einen geschossen wird. Weil man da wesentlich länger braucht, um sich seine Sachen zusammen zu looten. Und hier kommst du ja rein ins Spiel und findest relativ schnell eine Waffe und alles. Ich glaube, hier war schon einer. Ich glaube, hier war schon einer. Habe ich irgendwas gehört? Dachte ich, hätte ihm Schritte gehört. Mann. Okay, die Schüsse sind richtig nah. Geh mal zu. Boah, hier ist auch immer nichts drin, ey. Spielbereich verkleinert sich. Ich stehe eigentlich ganz safe, würde ich sagen. Ich guck mal auf der Karte, wo ich hier auch hinlaufen könnte. Weiter rein nach Rotzok vielleicht oder direkt jetzt nach hinten, nach Süden. Über die Straße sind auch noch Häuser. Das werde ich glaube ich machen. Ein Stückchen weiter nach Süden laufen. Okay, ich hab's mir alles überlegt. Ich loote hier erstmal noch ein bisschen. Was, wie kann der noch leben? Noch leben. Ich habe den zwei Dinger verpasst. Ich habe den zwei Schrotkugeln verpasst. Und die wollen mir erzählen, der Typ lebt noch.
eine Fotze, ey. Entschuldigung. Aber ernsthaft, ich habe den viermal gehittet, ey. Jetzt insgesamt fünfmal. Fuck. Mann, pack doch mal die Scheiße weg hier. Wie kann ich das wegpacken? Benutze nicht. Warum benutzt sie das nicht? Sonst noch was, womit ich mich heilen kann? Eine Gasmaske hat er noch. Ne, sonst hat er auch nichts Besonderes. Ja, wie benutze ich jetzt den Verband? Warum macht sie das nicht? Geht nicht. Das ist doch ein bisschen kacke. Okay, nützt alles nichts, ich muss weiter nach Süden. Dafür muss ich hier übers offene Feld. Oh, da steht ein Jeep. Könnte auch eine Falle sein. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine gute Idee ist, einzulaufen. Schon ein bisschen verdächtig, wenn der hier so offen auf der Straße steht. Nur 36 am Leben. Ich brauche auf jeden Fall irgendwas, womit ich mich heilen kann. Die Verbände klappen irgendwie nicht.
Auto steht noch da. Hatte ich nicht irgendwo Schmerzmittel aufgesammelt? Ach ne, das war in der letzten Runde, ne? Scheiße. Scheiße, das war da richtig, ne? Ich glaube, der hat nicht auf mich geschossen. Ein Auto? Der fährt jetzt, glaube ich, mit meinem Auto weg, oder? Oh Scheiße, wir müssen los. Fuck. Konnte ich den verfehlen? Boah, was? Alter. Aus dem Auto rausgeschossen, Drecksack. Naja gut, das war's erstmal mit dieser Folge von PlayersUnknown's Battlegrounds. Dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.